最近收到了非常好的问题，“碎碎念”德文怎么说？那今天我们来解决一下。事实上，“碎碎念”在德文里面有很多动词可以拿来代表，可以拿来表达这个概念。第一个动词是 “nörgeln”，ich nörgle, du n ö r g e l s er nörgelt, er hat genörgelt, nörgeln, nörgeln nicht, warum nörgelst du？ Du nörgelst die ganze Zeit. Du musst immer nörgeln. Die meckern. Meckern. Ich meckere, du meckerst. Er meckert, sie meckert. Er hat gemeckert. Kannst du bitte nicht immer meckern? Warum meckerst du schon wieder? Du meckerst die ganze Zeit. Mecker nicht an mir herum. An jemandem herum meckern. Oder auch an jemandem herum nörgeln. Kann man auch sagen. Die Sie meckert immer an mir herum.

Du musst immer etwas dagegen sagen. Du nicht Ja. Egal was ich mache, du sagst immer irgendwas. Egal was ich mache, du sagst immer irgendwas dagegen. Egal was ich mache, du musst immer meckern. Egal was ich mache, du meckerst immer. Egal was ich mache, du musst immer nörgeln. Egal was ich mache, du nörgelst immer. Egal was ich mache, Du c a p i e r s t immer 德文的碎碎念，这些动词，这些用法，供你使用。Viel Spaß beim Benutzen！Bis zum nächsten Video！下个影片见！